Bruts, willkommen zurück zu Splatoon Online und da natürlich erstmal einen wunderbaren guten Morgen, meine aktiven Fräuleins und Freunde und die, die es werden wollen. Hi, ja, wir schreiben natürlich wieder mal Sonntag um, wievielten haben wir heute? Sonntag den 18. Juni, das mag stimmen und wir haben gerade... Ja, jedenfalls für die, die es gerade backfrisch schauen, als dieser Part hier aus dem YouTube-Ofen geworfen worden ist, um diese ganzen Metapher mal zu beenden. Wir haben 8.30 Uhr, oder besser gesagt, ich veröffentliche diesen Part um 8.30 Uhr, ich kann heute kein Deutsch. Ah! Ja, es ist noch früh am Morgen, ja, es ist noch früh am Morgen, wir haben noch unsere kleinen Sprachprobleme. Aber ich denke mal, das wird sich im Laufe des Tages natürlich regeln. Ihr kennt das. Ihr steht auf und alles, was hier rauskommt, ist... Okay, das ist übertrieben. Jedenfalls, wenn ich morgens aufstehe, dann klinge ich erstmal wie eine 80-jährige Oma. Und das finde ich gar nicht mal so geil. Aber was noch schlimmer ist, ich verhaspel mich extrem oft. Ich verhaspel mich sowas von oft, wenn ich gerade aufgestanden bin. Ich kann, ohne Witz, ich brauche erstmal meine 5 Minuten, bevor ich irgendwie einen Satz auf die Beine stellen kann. Ne? Manchmal kommt es aber auch vor, dass ich das den ganzen Tag über nicht kann. Wie heute zum Beispiel. Wir haben nämlich gerade bei mir, jedenfalls, bei mir ist es nicht so. Ich habe nicht 8.30 Uhr. Ihr habt 8.30 Uhr, wenn ihr diesen Part gerade live schaut, wenn der, wie gesagt, aus dem YouTube-Ofen rausgekommen ist. Ja. Ich habe diesen Part um 8.30 Uhr veröffentlicht und immer dann, wenn ich halt aufstehe, wie schon gesagt, bekomme ich keinen deutschen Satz auf die Beine. Das geht nicht! Skate nicht! Ich krieg das gar nicht gebacken. Wo ist der Typ? Hallo! Okay, er rastet gerade vollkommen aus. Und bye. Und Triple Kill. Und hi. Nice AD, meine lieben Roots. So krass rasiert man ins Platoon. Und ich habe voll Angst, dass ich diese Leistung ins Platoon 2 nicht abrufen kann. Aber apropos Platoon 2, ja? Laberisieren wir mal nicht so um den heißen Brei herum. Ich habe ja sehr viel gerade eben gesagt von früh aufstehen. Dabei soll es heute gar nicht darum gehen. Es geht heute nämlich primär um Splatoon 2 und darüber werden wir heute auch reden. Aber zuerst mal, lass mich erstmal das Thema zu Ende führen, ja? Thanks. Ich bin halt jemand, ich brauche meine 5 Minuten, bevor ich dann wirklich meine 80-jährige Oma-Stimme ablegen kann. Und damit ich einigermaßen gutes Deutsch reden kann, ohne jetzt mich irgendwie zu verhaspeln, zu nuscheln und so weiter. Das Nuscheln ist das Schlimmste von allen, ja? Wenn ich irgendwie morgens aufstehe und dann irgendwie rede, dann rede ich so schnell und vernuschle ich so viel an Wörtern, dass man meinen Satz am Ende des Tages gar nicht verstanden hat. Jetzt gerade, ich rede zwar etwas schneller, aber man kann mich trotzdem ganz gut verstehen, weil ich gerade in diesem Double-Time-Flow drin bin, ja? Warte mal kurz, ich habe da eine Line auf Trocken am Start, meine Fräuleins. Ich lade diesen Ballermann und baller dann auf alle Mann. Auf deine Ballermann, da bänge deine Mama von der Kamera, da kann er mit der ganzen Mama ist weg, es ist Kollege der Boss. Oder so ähnlich. Sie kennen das, ne? Das war gerade ein Auszug des Sprechgesangsartisten Kollege des Liedes Intro. Ja, das hat ihnen alles viel gesagt, ich weiß. Aber, jetzt mal wirklich, Löhre ist auf den Tisch geklatscht, ja? Im nächsten Kampf reden wir ein wenig über, wir gehen von diesem Thema weg, des Frühaufstehens und kommen dann rüber zu dem Ernst des Lebens, Splatoon 2, wie sieht's da aus? Also, beenden wir mal das letzte Thema. Wie ist das bei euch? Bekommt ihr auch, wenn ihr morgens aufsteht, keinen deutschen Satz auf die Reihe? Oder ist es quasi so, dass ihr schon direkt... zu dem Zeitpunkt, als ihr aufgestanden seid, schon direkt, also sagen wir mal, jemand hat eine Pistole, oder jemand, also stellt euch mal vor, ihr schlaft, ihr seid gerade am Schlafen, müsst in 5 Minuten aufstehen und jemand steht mit einer Knarre neben euch und, ballert in die Luft und ihr würdet dann quasi, ja, total geistesgestört aufwachen und, denkt euch erstmal so, was ist hier los? Und wenn er euch dann fragt, ja, jetzt sagen sie mir erstmal einen deutschen Satz, der uns aus der Pistole geschossen kann. Komm, ja, jetzt hauen sie mal bitte raus. Okay, du hast des Todes geleckt, glaube ich. Jedenfalls, worauf ich hinaus will, könnt ihr direkt schon
so richtig schön früh am Morgen zu reden, wie auch am restlichen Tag, oder braucht ihr genau wie ich eure 5 Minuten, damit ihr erstmal auf euer Leben klarkommt? Weil wenn ich halt aufstehe, wenn ich halt aufwache, dann keine Ahnung. Ich bin total am struggeln dann erstmal. Also ich brauche erstmal so, ich gucke mich erstmal um und denke mir so, oh geil, umbringen. Oh geil. Oh mein Gott, wo bin ich? Hat man mir gestern Abend in der Bratpfanne als auf die Rübe gegeben. Ja. Guten Tag, Amanda. Wer zum Teufel ist Amanda? Guten Tag. Boots! So, schreibt es in die Kommentare, sagt mir mal an, wie ist es bei euch? Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht so lange darüber reden, aber ich meine, alle die das gerade hier um 8.30 Uhr schauen, gut, wir haben jetzt nicht mehr 8.30 Uhr, wir haben jetzt etwas später, aber ihr wisst, wie ich das meine. Alle die jetzt gerade relativ früh morgens schon oder generell, ich meine, ihr müsst diesen Part nicht gesehen haben, um zu wissen, dass ihr morgens am Struggeln seid, was die Aussprache und Grammatik, ja gut, Grammatik nicht, aber was die Aussprache anbelangt. Deswegen schreibt es in die Kommentare, würde mich echt mal interessieren, wie sehr ihr da am Strugeln seid, wenn es um sowas geht. So, ich habe was auf Platoon 2 gesagt und da bleibe ich auch weiterhin eisern, wie ich bin, drauf bestehen. Es soll heute ums Platoon 2 gehen. Nach diesem ganzen Aussprach-Struggle-Thema, wie ich es gerne nennen würde, ja. Da ist Patent drauf, ich darf das nur sagen. Thanks. Nach diesem ganzen Struggle, es geht ums Platoon 2. Ihr habt es bestimmt schon anhand des Titels gesehen. Und zwar soll es heute, und darauf wollen wir direkt noch zu sprechen kommen, das ist schon direkt der Punkt, auf den ich zu sprechen kommen möchte, 24 Stunden Stream zum Splatoon 2 Release. Darüber wollen wir heute reden und ich bin natürlich sehr, sehr gespannt, was ihr davon haltet, denn für mich ist es auch so ein kleines Experiment, weil Splatoon 2 erscheint ja meines Wissens nach am 21. Juli. Und ich möchte genau an diesem Tag, am 21. Juli, einen 24 Stunden Stream starten. Ich weiß nicht, ob das klug ist. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls ist so der Plan, dass ich am 21. Juli sage, okay, komm, es ist Splatoon 2 Release, die Embargos heben sich auf. Ich darf jetzt so viel vom Spiel zeigen, wie ich Bock habe und wie ich möchte. Und da habe ich dann so den Plan, dass ich so irgendwann an diesem Tag, sei es 15 Uhr, 16 Uhr, 18 Uhr, keine Ahnung, ich weiß die Uhrzeit noch nicht, aber das werdet ihr auch alles dann in den nächsten Wochen hören, wenn ich das genauer weiß. Aber Fakt ist, ich habe vor, am 21. Juli einen 24-Stunden-Stream zu starten, in welchem wir ausschließlich Splatoon 2 spielen. Wissen Sie Bescheid. Ich weiß, jetzt rasten Sie alle vollkommen aus und haben mich schon immer geliebt, auch wenn Sie mich vorher schon immer gehasst haben. Ihr Hater-HD-Kids, guten Tag. Aber das ist so meine Planung. Ich möchte an diesem Tag mit einem 24-Stunden-Stream in die Ecke kommen, wo wir so richtig krass den Splatoon 2 Release feiern. Und bin natürlich auch da gespannt, was ihr dazu sagt, ob ihr gehypt seid, ob ihr das cool findet und so. Ich versuche auch mal bei Nintendo anzufragen, ob ich da vielleicht nicht sogar ein kleines Gewinnspiel drüber machen könnte, so halt zum Happy Splatoon 2 Release und so ein schönes, cooles Gewinnspiel. Ich meine, bei ARMS durfte ich ja auch schon mal eins machen, deswegen bin ich da mal gute Dinge, dass wir da vielleicht sogar eins auf die Beine stellen können, dass wir in diesem Stream eine schöne Splatoon 2 Verlosung machen können, dass halt, weiß ich nicht, dass wir den ganzen Stream über Splatoon 2 spielen und die aktivsten Leute bekommen dann Splatoon 2 geschenkt. Ich will keine Versprechungen machen, er steht noch nicht fest. Ich werde die Tage mal bei Nintendo anfragen, hey, wie sieht's aus? Kann man das machen? Habt ihr da Bock drauf? Weil ich finde, es ist cool, zu so einer Besonderheit, aka Splatoon 2 Release, auch etwas Besonderes zu machen, und zwar eine 24-Stunden-Stream, den es auch nicht alle Tage gibt, ne, den es auch nicht alle Tage gibt. Und ich glaube sogar, dass dieser 24-Stunden-Stream auf die Sommerferien fällt, das heißt, auch viele von euch sollten können und sollten auch eine ordentliche Portion Bock mitnehmen, damit auf trocken am Start zu sein, meine lieben Fräuleins. Das ist nämlich auch ganz wichtig, ne? Es bringt mir ja nichts, einen Stream zu machen, wenn sie alle keinen Bock auf mich haben, ja. Deswegen, es ist so, ich habe vor, während ich diesen 24-Stunden-Stream habe, ja, der am 21.
bis zum 22. Juli gehen soll. Ja, ich sag jetzt mal, Starttermin soll, keine Ahnung, vielleicht sogar 12 Uhr sein. Wenn es wirklich in die Sommerferien reingeht, dann starten wir das schon um 12. Was soll's denn? Da haben die meisten von euch Sommerferien. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber der 21. Juli dürfte auf ein, auf den Sommerferientag fallen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe echt keine Ahnung. Vielleicht ist auch, ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Also gerade auch in NRW. Ich kenne da das, ich kenne da die Termine nicht mit den Sommerferien. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ganz NRW ist ja schon halt mein Hauptstandpunkt. Da möchte ich ja natürlich, also NRW ist ja meine Hauptzuschauerschaft, möchte ich sagen, weil, ja, Nordrhein-Westfalen ist von der Fläche und ich glaube nicht von der Fläche, aber von den Einwohnerzahlen her, das größte Bundesland, und danach richte ich mich. Und ich denke auch mal, dass auch dann die meisten Bundesländer schon Sommerferien haben, wenn nicht sogar alle. Ihr müsst ja wissen, und ihr wisst es sowieso schon wahrscheinlich alle, und deswegen haben sie mich schon immer gehasst, weil ich ihnen das jetzt gerade erzähle. Aber was ich ihnen sagen möchte, meine lieben Fräuleins, ja, es ist wohl so, dass, also ich denke mal, in den meisten Fällen überschneiden sich die Sommerferien. Das heißt, wenn zum Beispiel am 30. Juli in NRW Sommerferien sind, sind auch wahrscheinlich in den meisten Teilen der Deutschlands auch schon Sommerferien. Und von daher gesehen sollten eigentlich die meisten davon Wind bekommen, dass da ein 24-Stunden-Stream auf Trocken am Start sein wird. Und wie gesagt, ich werde die Tage mal bei Nintendo anfragen, hey, kann man da nicht sogar ein Gewinnspiel machen zu dieser Besonderheit des Splatoon 2 Releases, des Happy Splatoon 2 Releases, was schon eine ziemliche Besonderheit ist, und da kann man auch noch sagen, okay, ich lasse mich ja auch nicht lumpen und sitze da 24 Stunden und mache fett Partys zu Splatoon 2, und dazu kann man bestimmt ein Gewinnspiel starten. Also wie gesagt, ich werde Nintendo mal anhauen und fragen, hey, habt ihr nicht Bock mit mir da zusammen zu kooperieren und ein Gewinnspiel zu starten? Das wäre natürlich richtig cool. Und jetzt gerade, bezüglich der Sommerferien, ich habe mich schlau gemacht. Ich habe jetzt gerade eine Tabelle offen, mit Terminen, welche die Sommerferien für verschiedenste Bundesländer anpreisen und Ankündigungen und anzeigen. Und ich sehe so, also es gibt schon einige Bundesländer, die gerade schon an diesem Freitag Sommerferien haben, und es gibt auch einige Bundesländer, die schon so eine Woche vorher mit dem Sommerferien angefangen haben. Das wäre zum Beispiel Nordrhein-Westfalen. Die haben ja schon am 17. Juli Sommerferien, und das würde natürlich direkt zack in den Plan reinpassen. In den Plan des 24-Stunden-Streams. Und das wäre natürlich richtig nice. Also, Rheinland-Pfalz, ich kann ja mal einige aufzählen, die da schon Sommerferien haben werden. Und das sind halt Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Saarland, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen hätte da schon Sommerferien, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen hätte auch schon Sommerferien, Hamburg hätte Sommerferien. Bremen würde erst am, ich glaube, bei denen würde es dann, nee, die haben auch schon ab dem 22. Juni Sommerferien. Brandenburg, Berlin, und die einzigen Bundesländer, die da noch nicht reinfallen, sind natürlich die unteren Schubladen Deutschlands, wenn man das mal so sagen darf, geografisch, ja, und zwar Bayern und Baden-Württemberg, die Opfer-HDs. Nice. Also, wir sehen, die meisten haben zu diesem Zeitpunkt schon Sommerferien. Also, ich würde sagen, von diesen 16 Bundesländern, die es in Deutschland nun mal gibt, 13, ja, 13, 14 Stück. Die einzigen, die geknechtet werden, sind sind Bayern und Baden-Württemberg. Ah, geil, gegönnt. Ding, ding, ding. Aber ich meine, es ist sowieso Wochenende, also selbst dann, wenn ihr aus Bayern oder Baden-Württemberg kommt, dann, ich fange mit dem Stream um 12 an, sagen wir jetzt mal. Das ist so der grobe Plan. Da könnt ihr zwar nicht um 12 dabei sein, weil ihr in der Schule hockt, aber da könnt ihr ja um 15 Uhr dabei sein, und das ist ja auch kein Problem, ne? So.
Das zum Stream und zum Gewinnspiel. Natürlich auch Splatoon 2, das Let's Play wird natürlich auch dann an diesem Tag losgehen, gerade was den Story-Modus angeht, und der Stream passiert nämlich und natürlich unabhängig vom Let's Play zu Online und zu dem Story-Modus. Das heißt, der Stream wird nicht das Einzige sein, was ihr an diesem Wochenende, an diesem Release-Wochenende zu sehen bekommt, denn es wird natürlich den Story-Modus geben. Natürlich, klar, ich werde mit dem Story-Modus-Let's Play natürlich dort an diesem Freitag starten. Oder vielleicht da weitermachen. Vielleicht darf ich ja schon früher starten, wer weiß. Und natürlich ist es auch so, ne, dass ich an diesen Tagen, am Freitag, am Samstag, am Sonntag, gerade an diesem Release-Wochenende, dass ich dort Story-Modus mache, das Online-Let's Play mache. Ganz unabhängig davon, dass wir diesen Stream machen. Das heißt, dieser Stream ist nur Bonus. Das heißt, wenn ihr irgendwie mal im Stream seid und ihr seht gerade, hey, da kam gerade ein Part von Splatoon Story-Modus, Part Schlag mich tot. Ich will vorbeischauen. Könnt euch diesen Part anschauen, kurz aus dem Stream rausgehen und dann könnt ihr wieder reinkommen. Das ist gar kein Problem. Aber okay, das zum Splatoon 2 Livestream, zum Splatoon 2 Happy Release Livestream. Sagt mir eure Meinung in die Kommentare, meine lieben Freunde. Werdet ihr dabei und werdet ihr auch auf ein Gewinnspiel gehypt? Wenn ja, dann gebt mal einen Daumen hoch, das würde mich nämlich sehr interessieren. Und schreibt in die Kommentare, ob ihr gehypt seid. Würde mich nämlich erstens mal sehr jucken, ja, in meinen Fingerspitzen, die ich immer so ein bisschen abknabbere, ja. Und natürlich auch in Form eines Daumen hochs würde mich interessieren. Hey, wie ist der Ansturm? Haben Leute Bock? Sind Leute da, die das sehen wollen? Haut raus. Ich bin auch raus. Macht's gut. Haut rein. Und Happy Splatoon 2 Release. Switch.